1, 2. Bleib mal bei 1, 2, 1, 2. Einen wunderschönen Nachmittag bei so einem herrlichen Wetter. Danke, dass Uli Kummer sagt, dass wieder einmal die Plattform für bedarfsgerechte persönliche Assistenz unterstützt. Es ist ein herrliches Wetter, aber es ist ein trauriger Anlass, weil wir eigentlich schon wieder da stehen müssen. Ja? Mein Name ist Karin Holzmann. Ich bin Mitglied von der Plattform für bedarfsgerechte persönliche Assistenz. Bin von der Selbstbestimmt Leben Initiative. Und die Plattform hat sich 2015 zusammengesetzt und gesagt, es kann nicht mehr so weitergehen, was sie da in Oberösterreich momentan tut. Eigentlich, es tut sich gar nichts mehr. Stillstand bei der persönlichen Assistenz. Wir haben uns zusammen da, haben schon viele Aktionen gemacht, aber wir merken immer wieder, wir stehen. Die Politik hört uns nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen weitermachen. Und ich bin froh, dass meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter genauso hartnäckig sind wie wir, dass so, hey, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen den Druck weiter aufbauen. Deswegen jetzt schon ein Danke an alle, die was heute da sind. Auch die Leute, die so auf der Landstraße spazieren gehen, nehmt euch was mit, horcht einmal zu, dass die Sozialpolitik in Oberösterreich nicht in Ordnung ist. Wir werden euch jetzt die nächsten anderthalb Stunden mal ein bisschen aufklären, was sie so tut oder was sie leider nicht tut. Ja? Ich möchte jetzt einmal an die Karin Kaufmann übergeben, um die Begrüßungsworte für ihre Seite. Bitte, Karin.